Und damit einen wunderschönen guten Tag natürlich auch auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Ründchen Minecraft. Was genau ist hier passiert? Oh, warum sehe ich das? Ist das ein Banner? Warum sehe ich das Banner nicht? Oder ist das normal, dass das weiß ist? Das ist wahrscheinlich ein Vorhang, der zurückgezogen ist, ne? Was ist hier passiert? Wer war das? War das Kati Elflin? Hä? Wohnt hier jemand anderes? Ist hier jemand eingezogen und ich habe das nicht mitbekommen? Ja, bin ich im falschen Haus, auf dem falschen Server, whatever? Was ist hier los? Hä, da steht auch was? Was ist denn hier passiert? Sag mal. Okay, hier unten ist nichts. Das Lager hat scheinbar auch niemand sortiert. Schade. Erstmal Forderungen stellen. Nee, wirklich? Wer war das? Das ist ja aber nett. Auf jeden Fall. Ja, wer auch immer das war, in die Unbekannte an dieser Stelle, ein ganz liebes Dankeschön. Gästezimmer, das war ja vorher schon da, aber das hier ist neu. Das ist neu. Elflin war es nicht, okay. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch Kati. Dann bleibt ja eigentlich nur noch Kati, der Dry, weiß ich nicht. Ich glaube, der Dry spielt momentan Minecraft nicht so. Glaube ich. Oh, ist das direkt wieder das tolle Lied oder was? When we're close. Okay, nee, das ist es nicht. Wow, danke. Nein, weil du ja im Moment kein Minecraft spielst, Mann. Deshalb. Sehr kurios. Sehr kurios. Wer das wohl war? Die Bienen sind immer noch nicht da, ne? Die sind tatsächlich weg. Wir haben, glaube ich, noch da hinten die Bienen, aber... Huch, ups. Ja, cool, ey. Ich sag einfach mal Dankeschön in die Unbekannte. Weil so unbekannt ist es, glaube ich, es kann eigentlich, es kann nur Kati gewesen sein eigentlich. Dry, was bist du denn jetzt so? Die Dry-Tick war... War das... Nee, der Dry war das nicht, oder? Dry-Tick, hast du da für mich, Soll ich mich in unbekannt... 7, 5... Ja. Ich wusste, Kati, ich wusste, dass du es warst. Dachte ich mir schon. Dankeschön, Kati, dankeschön. Das hat mir sehr gefallen, tatsächlich. Es ist sehr hübsch geworden. Als würde ich sowas für dich machen. Ja, habe ich auch nicht erwartet, weißt du? Deswegen, Kati ist da, ne? Kati, die macht einfach. Die fragt gar nicht, die macht einfach. Und das, ne? Du hast ja nicht alles gesehen. Wie, was nicht alles gesehen? Ja doch, im Esszimmer und in diesem Turmzimmer-Dingens. War da noch was ich nicht gesehen habe? Dann gehe ich nochmal zurück. Und jetzt räum das Lager auf. Was? Da gehe ich nochmal zurück, dann gehe ich nochmal gucken. Oh, das Wohnzimmer. Stimmt. Okay, da habe ich nicht. Dann habe ich nicht. Das habe ich nicht. Stimmt. Da sind wir sowieso viel zu selten, ne? Das ist eigentlich ein echt schönes Zimmer. Okay, es war wenig mit Einrichtungen und so, ne? Das, ne, das ist klar. Aber, an sich eigentlich von der Ausrichtung her ein echt nices Zimmer, aber. Da sind wir viel zu selten, tatsächlich. Viel zu selten. Guck mal, ein Penis. Pimmel. So. Okay, Wohnzimmer ist es nicht. Alles klar, okay. Was könnte ich denn hier noch übersehen haben?
Ich habe überall was hinterlassen, glaub. Was? Was? Garten vielleicht. Der Garten, ich müsste den halt auch irgendwann mal weitermachen, ne? Den Garten müssten wir schon mal weitermachen. Wir sind viel zu selten hier tatsächlich, aber wir haben natürlich gerade da hinten ein Riesenprojekt momentan. Aber hier drüben, das müssten wir ja auch irgendwann mal weitermachen. Und ach, wir haben noch so viel zu tun. Ich dachte, du hättest das an der Brücke gesehen. An der Brücke? Warte. Kati hat in die Ecke gekackt. Ach, ein Brief. Ach, guck mal, wie geil. Post von Kati. Okay, warte. Lieber Tobias, ich war eine Weile nicht mehr so viel da und habe wenig von deinen Streams und Baufortschritten gesehen. Ich bin sehr stolz auf das, was du gebaut hast. Sieht richtig gut aus. Wirklich, ich brauche auch gar nichts mehr für dich bauen, weil du es selbst schaffst. Das macht mich traurig. Gerne würde ich dich mal wieder ärgern. Falls du mal zusammen upcraften willst, du weißt ja, wo ich wohne. No, ich nehme das aber mit, ne? Ich lass das jetzt nicht da drin. Man lässt ja seine Post nicht im Briefkasten. Naja, aber, also guck mal, ich meine, das ist da oben das, ne? Das ist jetzt bis jetzt noch nichts Großes. Ja, das ist noch gar nichts. Das Ding ist, es wird ja am Ende des Tages, kommt es ja im Detail dann darauf an. Und bis jetzt ist das da oben eigentlich nur, ja. Eigentlich nur Mauern. Ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Aber Dankeschön natürlich fürs Einrichten, ne? Das ist, wo packe ich das jetzt hin? Warte mal, ich habe keine Briefablage tatsächlich. Ich war gleich zuvor einem Jahr. Ja, okay, das mag vielleicht sein, ja. Schade, dass man so Bücher nicht einfach hier hinlegen kann. Warum geht das nicht? Mann, ey. Oder warum kann man Rahmen nicht einfach auf dem Dings hier legen? Das ist doch blöd. Du kannst das Buch in einen Itemframe legen, aber ein Itemframe kann man ja auch nur an die Wand machen. Ich pack das Buch mal hier rein. Ich pack das Buch mal da rein. Ich weiß jetzt nicht, wo ich es sonst... Es ist blöd, dass man Sachen nicht hinstellen kann. Es gibt Lesepulte, die kann man craften. Echt? Sowas gibt es? Oh! Okay. Oh, natürlich braucht man dafür ein Bücherregal. Na klar! Frames gehen jetzt auch flach hingelegt. Hä? Echt jetzt? Okay, warte. Kannst du auf den Tisch oder so legen? Echt jetzt? Okay, das ist krass. Habe ich hier noch irgendwo Item Frames? Nein, aber wir haben Leder. Okay, warte mal, was brauchen wir? Rahmen. Okay, das sind ja schon mal gute Rahmenbedingungen. Wir haben nämlich noch Leder, das ist gut. Okay, okay, also ein Leder und Sticks. So. Na, das probiere ich jetzt mal aus. Wo ist das Buch? Hier. So. Hast du doch schon beim Grill gemacht? Bist du dir echt? Habe ich das beim Grill schon mal? Oh. Ja, kann sein, dass ich das vielleicht beim Grill schon mal gemacht habe. Wenn die Alzheimer wieder kickt. Ja, blöd. Das ist, ja. Ärgerlich. So, widmen wir uns nun der Tat. Der Tat des Tages, wir bauen da oben weiter. Die Frage ist, wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Wie eigentlich bei jedem Stream. Ich glaube, wir haben das letzte Mal, haben wir noch gedingst, ne? Geterraformt, kann das sein?
Ich glaube, wir haben geterraformt und ich weiß nicht mehr, ob das gut war, so wie wir es gemacht haben. Waren wir da fertig gewesen mit? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir das letzte Mal fertig geworden sind, damit wir nicht heute weitermachen müssen. Das wäre toll. Ich glaube ja echt, sind wir damit fertig geworden? Okay, okay. Oh ja, wir sind tatsächlich sogar schon so weit fertig geworden. Hä? Wie? Ich habe mir das nicht für heute aufgehoben. Okay, okay, okay. Die Burg, die ich komplett mit TNT untermauert habe. Hey, nice. Hallo, Schweini. Ich mag dich. Noch lacht er. Ach, hier steht übrigens auch das Bett. Okay, pass auf. Wir haben hier die Türme auch schon so halbwegs gebaut. Das ist ja unglaublich. Was haben wir denn letztes Mal alles geschafft? Wir waren hier richtig, also so halbwegs effektiv zumindest. Das ist ja unglaublich. Was ist denn da los? Das vermag man gar nicht glauben. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie machen wir hier die Treppe nach unten? Warte mal, ich würde sagen, wir machen einfach mal, ich fange einfach mal an. Ich fange einfach mal an. So. Natürlich nicht zu weit rein, ne? Das soll ja nicht zu viel Platz wegnehmen. So. Ach, scheiße. Das ist hier, das ist hier, das ist da. Okay, okay, okay. Mal gucken, ob wir das... Oh, da vorne ist wieder das, das Farballerlei Schaf. So. So, God save the Queen. Kapi. Ich überlege gerade, warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht machen wir das so ein bisschen ründlich am Rande. Am Rande. Lell. So, irgendwie. Mal gucken. Wobei wir dann hier schon eine rausgehen müssten. Ich glaube, das wäre schon sinnvoller. Warte mal. Das wäre schon sinnvoller. So, und dann gehen wir hier einfach so. Zack. Ja, ich glaube, das ist besser. Besser. Das ist besser. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Warte mal, wie machen wir das am besten? Wie machen wir das am besten? Warte mal, hier. Hier vielleicht. So. Dann da ums Eck rum. Okay, wir gehen glaube ich, tatsächlich bis hier an die Ecke noch. Ach Mann, Tobias. So. Dann müssen wir hier aber auch... Oder bevor ich das jetzt hier oben mache, wir machen erstmal hier weiter. So. Wir werden auf jeden Fall gleich Stufen und Steine brauchen. Ich hoffe, wir haben noch genug Steine. Ansonsten können wir uns schon mal ein Projekt überlegen, was wir bauen, wenn wir keine Steine mehr haben. Da müssen wir natürlich irgendwas... wobei, wir haben hier noch genug wegzuprügeln. Eigentlich haben wir noch genug. Ja, eigentlich, wir haben eigentlich noch genug. Wir brauchen eigentlich... Eigentlich brauchen wir uns keine Sorgen um Steine machen. Ich muss jetzt nur mal kurz überlegen. Wo hatte ich die Steine hin? Ich glaube, da oben irgendwo. Glaube ich. Kommen wir von hier aus da? Ne, da kommen wir niemals hoch, ne? Oh! Ah! Nicht gut. Das war... Puh. Ein bisschen zu übermotiviert, tatsächlich. Oh, ich hätte gar nicht. Ja doch, ich hätte hier hochgemusst, okay. Titus, danke schön für deine 5 Euro. Mache letztens den Kühlschrank auf. Die Butter fängt an zu lachen, ich fange an zu lachen. Fett unter sich.
Fette unter sich. Bambi 012, Dankeschön für deinen Prime-Sound. Gefällt mir. Ich glaube übrigens, dass wir hier mit der Treppe tatsächlich noch fast ein bisschen weiter raus können, ne? So wie ich das hier gerade sehe. Also das heißt, wir könnten tatsächlich sogar hier höher. Aber sonst sieht das irgendwie so komisch, weil das so extrem lang gezogen ist. Warte mal, wir könnten hier tatsächlich vielleicht sogar nochmal einen rausgehen. Aber das wird halt echt eine Riesentreppe, ne? Das ist eigentlich total unnötig. Aber hey, haben ist besser als brauchen, ihr wisst ja. Ihr wisst ja, wie das ist, hm? Ja, ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht, kann das sein? So müsste es dann richtig sein, ne? Ja, so ist richtig. Ja, so ist recht. So ist recht. Ja, leck mich halt am Poppes. Ach Mann, ey. Das ist doch wirklich, also... Schockgüsel. Ist das richtig hier? Ne, das ist hier auch falsch, ne? Das ist hier nicht richtig. Das sieht richtig aus. Sicher bin ich mir da aber nicht. Das ist nicht richtig. 1, 2, 3. Moment. Was habe ich jetzt gerade gemacht? 1, 2, 3. Ja, wo denn? Ach hier, okay. Die erste Ecke, das wäre dann diese Ecke. Ich mache einfach mal gerade. Ist das hier richtig? Nee, das ist falsch. Das ist und bleibt falsch, Tobias. Nee, das LSD-Schaf ist noch da. Das ist da hinten. Hier. Das ist doch da. Jetzt habe ich aber kompletten Brain-Damage gerade. Was? Okay, das stimmt. Hier sind wir auch richtig. Ist das richtig so? Och. Ich bin unsicher. Eins, zwei, drei. Nee, es passt. Es passt, glaube ich, sogar tatsächlich. Ich glaube, es war sogar richtig. Stimmt das hier auch? Ja, okay, warte mal, das sieht asymmetrisch aus, weil das hier noch nicht zu Ende gebaut ist. Warte, weil wir das hier noch nicht zugemacht haben. Jetzt müssten wir nochmal gucken. Ja, jetzt passt. Ja, jetzt passt. Jetzt ist richtig. Genau, hier sind 1, 2, 3, 4 und hier drüben müssen es auch 4 sein. Jetzt ist es richtig, ne? Ah ja, okay. Da sind es 4. Und da sind es auch 4. 4. Ja. Ja, jetzt passt. Okay. Ich geh mal schnell pennen. Gute Nacht. Ah. So.
Okay. Jetzt muss ich kurz überlegen. Da kommt die Treppe hin, das heißt hier einfach. Das ist schon wieder zu weit. Ach, leck mich doch um. Warte, ich mach's einfach mal so. Ich mach's einfach mal so. Weil das schon falsch ist, ne? Ist schon falsch. Machst du nix? So? Nee, das ist tatsächlich immer noch falsch, Tobias. Wir müssen, glaube ich, sogar hier schon rumgehen. Kann das? Ja. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. So ist recht. Naja, jetzt passt's. Okay. Gut. So. Freilich! Normal! So ist's geil! Gefällt mir! So, und hier einmal dicht bauen, sehr schön. Ich muss sagen, ich sträube mich ein wenig vor dem Tor. Ja, vor dem Tor habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil ich nicht weiß, wie ich das am besten mache. Das wird auf jeden Fall kein Tor mit Funktion werden. Warum ist hier eigentlich alles voller Schnee? Das finde ich nicht gut. Ich finde das nicht gut, dass hier Schnee liegt. Wir brauchen dringend mehr Abgase. Wir brauchen mehr Abgase, Freunde. So, das geht doch, oder? So hier, da. Und dann gehst du hier so runter, la. Und dann läuft, dann führt hier so ein Weg entlang. Und rechts und links sind so ein paar Häuschen und so. Ja, doch, ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Cool. Okay, und dann kümmern wir uns, glaube ich, als nächstes da oben um die Türme, dass die einigermaßen noch was aussehen. Wir werden wahrscheinlich heute wieder den Flugmodus benutzen müssen, um da draußen die Verzierungen machen zu können. Und wir müssen auch noch die Dinger hier noch einmal rundherum bauen. Da sind wir, glaube ich, auch noch nicht fertig mit gewesen, glaube ich. Schwer ist es nicht. Achso, und dann müssen wir natürlich noch gucken, dass wir wollten ja hier diese Dinger hier, das hier kommt weg, dass quasi dieser Weg hier durch das Tor hier durchführt. Weißt? Dass das hier wegkommt und dann geht das hier, muss man hier so durch die Tür durchgehen. Was, soll ich dir eine funktionierende Portkulisse in das Tor bauen, oder geht das so? Kati, wenn du natürlich eine brandheiße Idee hast, ja? Du wirst nie erleben, dass ich Nein sage. Ich kann halt einfach nicht Nein sagen. Was? Gormitzer Jung, was? Dein Starter-Pokémon Hydrax hat Geburtstag. Was? Der Hydrax hat Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, lieber Hydrax. Und alles Gute. Und natürlich ganz viel Gesundheit und ganz viel Glück. Und auf das all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und natürlich auch, lieber Denaros94. Mein Hut ist gezogen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deine 10 gegifteten Community-Subs. Dankeschön. Denaros, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Hydrax natürlich, alles Gute zum Geburtstag, natürlich, ne? Ist ja klar. Hydrax, alles Gute. Jetzt muss ich gucken. Theoretisch gesehen könnte man auf diese Türme hier oben drauf. Wenn man das denn möchte, tatsächlich ein Dach machen. So ein Holzdächlein, weißt du? So ein einfach so einmal drumherum. Das könnte man theoretisch gesehen tun, wenn man das denn möchte. Möchten wir das? Ich weiß es nicht. Ignorierst du Dry? Nein. Tobi, was ist los? Nein, Dry, was ist los? Spuk's aus. Halloween war erst, Entschuldigung.
So, dann können wir das hier wegmachen. Und hier den Button ziehen. Haben wir da unten... Wir haben da unten keine Fackeln hingesetzt. Scheiße. Okay, pass auf. Dann mache ich hier mal gerade den Button hin. So. Was? Ich habe viele Bitten, aber ich möchte bei Pokémon ein Evoli sein.